So, ich hatte noch Schmelzöfen gebaut. Ja, 2 Stück. Eisen sind wir bei 1,3, also wir sind definitiv im Plus. Ich setze aber trotzdem mal noch einen hier hin. Oh, geht gar nicht da. Okay, dann hier hin. Zack, zack. Nimm, 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 nimm. Da. So. Rein, rein, raus, raus. Du da, bauen noch mehr davon. Ja, dann haben wir jetzt definitiv ein sehr gutes Plus. Und danach kommt wieder die nächste Stahlschmelze. Weil ich immer noch kein Stahl im System sehe. Das ist mau. Ja, es ist echt mau. Oh, wir brauchen Sand. Warum arbeitet ihr nicht? Ha! Wusste ich doch, dass es ein Problem wird. Okay, du stell bitte um auf Wasser. Verdammtes kleines Wasser. Shift rechts, Shift links. Shift links. So, Spieler, bau bitte ganz viel davon. Davon. Warum verschwindet ihr nicht? So, weil er erst die kleinen verbraucht. So. Noch mehr. Wow. Das war ich nicht. Sammel das ein. So, haben wir hier noch... Oh Gott. Shift rechts, Shift links, Shift links. Also Steinprobleme haben wir definitiv nicht. Irgendjemand meinte mal, dass selbst in meiner riesigen Steam-Anlage komme ich nicht hinterher, den Stein zu verbrauchen für meine Bedürfnisse. Ich würde echt gerne wissen, was er für Bedürfnisse hat. Weil das ist genug Stein. Definitiv. Also ja, man muss später Steine auch nutzen, um die Edelsteine zu trommeln. Aber mal ernsthaft, das sollte doch wohl reichen, oder? Wenn wir jetzt alle nachher wieder auf Steine umstellen. So, du, Shift links, du machst jetzt ganz normal Wasser. Ja. Gib mir alles an Stein. Du machst ganz normal Wasser, ja. Alles an Stein. Mann, 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 Mann. So, das sollte erstmal genug Stein sein. Den Rest schmeiße ich einfach hier in irgendeine Kiste. Zack. Genau wie das Holz hier. Das da, das da. Den Rest brauche ich eigentlich fast. Die nicht unbedingt. Ja, brauchen das relativ. Nee, nicht mich jetzt mit Steinen befüllen. Ich schaffe das jetzt selber, danke. Ich habe da so einen kleinen Vorrat gefunden. Ja, viel besser, okay. Also wahrscheinlich hat einer von euch auch schon seit 2, 3 Folgen geschrien, dass kein Strom produziert wird, weil hier überall Steine drin sind. Aber ich habe jetzt gerade ein paar mehr Folgen am Stück aufgenommen, deswegen konnte ich darauf nicht reagieren, weil ich die Kommentare noch gar nicht gelesen habe, weil die Kommentare für mich jetzt, der Gerogon, der jetzt gerade spricht, kommen die erst in 2 Tagen, die Kommentare. Her damit. Bauen noch mehr davon. Mehr, mehr, mehr. Und dich umschalten auf Wasser. Shift rechts, Shift links. So. Wenn wir jetzt Probleme mit dem Stein haben, haben wir jetzt auch plötzlich zu viel Sand? Nö. Ich weiß, ich mache jetzt noch mehr davon. Schnapp mir den Sand, schmeiß ihn in die Sandsäckdinger, dann ist gut. Und wenn ich jetzt das Ganze hier abbrechen würde, würde mein Inventar instant explodieren. Und das wollen wir ja nicht, ne? Also lasse ich das jetzt durchrödeln, dann ist gut. So, Sandmauern. Können die aber alle reinschmeißen, dann werden sie automatisch hingesetzt. Ja, mach mal. Okay. Logistik Robot Cargo Size ist in Arbeit. Wie sieht's aus? Eisenplatten sind auf 1,8. Also es steigt stetig, keine Frage. Aber ich hätte das irgendwie erwartet, dass es mehr ist. Also eine schnellere Steigung an Eisenplatten. Aber wir haben hier echt überall, ne, gut Zeug dazu gebaut. Hm.
Hellblaue Tränke sind bald aus. Oh, es geht. Hält sich wacker. Oh. Dir fehlen rote Chips. Dir auch? Ne, dir nicht. Gut. Habe ich noch eine gelbe Fabrik? Ich habe eine gelbe Kiste, aber das klappt nicht. Ja. Also jetzt, wo... Ja, Green Chips sind auch nur bei 300. Ich sehe gerade, wir haben 100 blaue Chips, aber die werde ich jetzt nicht rausholen. Sobald ich die 100 blauen Chips da rausnehme, werden alle meine grünen und roten Chips vermurkst zu weiteren blauen Chips. Ja. Ja. Okay, gib mir... Ich hatte hier Fabriken aufgestellt, die ich gar nicht benutzt habe. Also Fabriken, die Fabriken bauen sollten, hier hinten. Da habe ich momentan weder die Ressourcen noch die Roboter noch sonst irgendwas für. Deswegen baue ich jetzt hier noch eine Fabrik da. Und zwar einmal für Draht, einmal für grünen Chips. So. Und eigentlich dann noch eine Fabrik für rote Chips. Und dann geht sich das hoffentlich so einigermaßen auf. Achso, Draht war immer zwei... Was? Zwei davon und zwei schnelle Ärmchen. Und eigentlich ein schnelles Ärmchen auch raus. Shift. Links. Wow, bitte ein schnelles Ärmchen für mich. Den Rest hole ich mir aus irgendeiner Kiste später. Du. Rein. Shift rechts, Shift links. Was? Shift rechts, Shift... Warum machst du da... Komische Tränke. Also irgendwas von den MK3 auf MK2, die Blaupausen übernehmen, mag er nicht. Du mach bitte Draht. Mit Pollution-Modulen? Mit Stromsparmodulen? Pollution hält sich momentan aus. Okay, mach das so. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen mehr Draht haben. 880, 890, 900. Jo, schaut gut aus. Das gleichen wir jetzt aus. So dass wir gleich kein Draht mehr haben. Shift rechts, Shift links. Du willst kein Eisen haben? Shift rechts, Shift links. Ah, okay. Irgendwas läuft ja gerade komisch, aber es kann auch sein, dass irgendwelche Roboter einfach drüber huschen, den kriegen die Roboter den Klick ab und nicht die Kiste oder so. Warum hast du Kupferplatten drin, du komisches Ding? Ja, alles ein wenig interessant. Haben wir irgendwo einen Drahtvorrat? Nicht wirklich. Ja, aber das balanciert sich jetzt hoffentlich aus. Wir haben dann genug grüne Chips. Und dann kommt als nächstes eine rote Fabrik und dann passt das schon. Beschränkt. So. Strom? Strom sieht sehr gut aus. Schön. Das ist nicht so schön, aber das ignoriere ich jetzt mal. Roboter sind beschäftigt, aber bald hoffentlich nicht mehr. Ja, also es scheint gerade so zu sein, dass wir momentan keine Probleme hätten, was Ressourcen angeht. Es kommt nur noch darauf an, jetzt abzuwarten. Also klar, ich könnte noch mehr Fabriken bauen, die wieder mehr Ressourcen verbrauchen und so weiter. Ups, ich wollte nicht im Snipergewehr. Ich könnte mehr Fabriken brauchen, die mehr Ressourcen verbrauchen, aber eigentlich wäre es mir jetzt lieber, wenn ich die Zeit jetzt nutze, bis das alles fertig ist, um an der Verteidigung zu arbeiten. Also ja, um an der Verteidigung zu arbeiten, die ich so in 20 Folgen ersetzen werde. Aber wir haben es noch nicht in 20 Folgen. Und wir hatten schon mal einen kleinen Angriff. Das hat gereicht, weil da unten ist nämlich gar nichts. Das heißt, ich mache jetzt hier Licht, ich mache Roboports, ich mache die Blau... Nicht die Blaupause, die Blaupause. Die Blaupause.
Genau, Fließband mit in der Pampa. Da ist auch noch drin, aber hier muss dicht gemacht werden. Ich habe doch so ein bisschen was gebaut an Landfill, ne? Ah, da unten. Ja, 145, schieß mich tot. Ist ein bisschen was an Landfill. Gut. Das. Warum? Achso, so weit weg. Zack. Und alle. Ja gut, die Roboter setzen den Rest. Du, zack. Zack. Habe ich noch einen? Nee, habe ich nicht. Kann ich bauen Substations? Zwei, ja. Bisschen mager, aber na gut. So, da werde ich wieder nicht bauen können wegen Land. So, jetzt aber. Was? So, Bäume. Das ist auch komisch, wenn die bei einer Blaupause im Weg sind, die Bäume, warum reißen die Roboter denn sie nicht gleich automatisch mit ab? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Und die Fließbänder sind alle falsch rum. Das ist auch nicht ganz so toll. Mach mal so. Ups. Da war ein Stein im Weg. Da war ein Baum im Weg. Weg, 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 weg. So. Also es wird definitiv nicht hinhauen. Ein längerer Angriff ist, geht überhaupt nicht. Aber, ne? So die ersten groben Versuche anzugreifen, könnten wir damit eventuell verhindern oder zumindest ein bisschen weichklopfen, bis ich dann auftauche und den Rest mache. Sieht auf jeden Fall schon mal wesentlich besser aus als vorher. Was ich jetzt noch ganz gerne hätte, wäre eine Blaupause. Mach die mal weg. Ich hätte gerne eine Blaupause für die Mauer. Also erstmal das hier alles wegreißen. So. Dann nimm bitte eine Blaupause. Ja, jup, ist egal. Und das dann hier hinsetzen. Genau, 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 genau. So, so. Alles wegmachen. Nom, 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 nom. Sandmauern müssten wir genug im System haben, das ist kein Problem. Das heißt, wir haben jetzt einmal komplett in der Mitte und oben sowohl die Vierermauer als auch die Türme. Im unteren Bereich fehlt das noch ein bisschen, aber das haben wir auch bald. Das heißt, der Westen wäre schon mal sicher. Fehlt nur noch der Osten, der Norden und der Süden. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Also, wo ist da eine Blueprint? Da. Ist alles drin. Gut, 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 gut. Okay. Du. Da. So, und ich muss auch die Lücken da mal auffüllen. Die hier sind aber richtig rum, ne? Ja, sind sie. So, einmal da komplett runter. Okay, also Strom haben wir, Verteidigung haben wir. Ich brauche keinen Stein mehr ab, das kannst du knicken. Ich habe da so ein bisschen was. Mauer haben wir, Verteidigung haben wir, Strom haben wir. Ressourcen sehen gut aus. Roboter sind bald wesentlich stärker. Also was sie tragen können. Das heißt... Nächster Schritt, was nächster Schritt? Oh, wir haben keine Snapper mehr. Außenposten brauche ich nicht. Wir haben noch genug Ressourcen. Ich glaube, wir haben keinen nächsten richtigen Schritt. Wir machen das alles nur Stück für Stück weiter. Also sobald die Roboter jetzt das Ding da bekommen, könnte ich jetzt die Fabriken bauen. Ich könnte die Kisten automatisieren. Ich könnte einfach noch mehr von allem automatisieren, weil die Roboter ja mehr zu tun haben können. Stromversorgung weiter ausbauen und dann bald... Die Topaz-Türme. Dafür bräuchte ich theoretisch die 5er-Drills. Oder ich baue halt Topaz selber ab. Aber selbst mit unserer Ardite-Picke, die gleich kaputt ist übrigens, dauert das eine ganze Ecke. Holen wir hier ein bisschen Ardite. Und Obsidian. Das heißt, ich mache gleich erstmal einen Schwung Ardite-Pickaxe. Und
dann werde ich die nächsten Folgen immer mal wieder zwischendurch so ein bisschen hier drauf rumklopfen. Oh Gott. Ja. Die nächsten Folgen da ein bisschen drauf rumklopfen, damit ich wenigstens eine Handvoll Topase habe. Weil ich muss ja erstmal testen, ob die kleinen Topaz-Türme überhaupt schon die Reichweite haben, die sie haben müssen, um die Splitter auszugleichen. Wenn nicht, bräuchte ich ja die noch besseren Topaz-Türme, also die zweite oder dritte Stufe. Und für die dritte bräuchten wir lila Chips. Die sind garstig. So, was wollte ich jetzt? Oh genau, mein Schmelzofen da. Tu das mal rein. Mach mir ein bisschen Ardite für eine Spitzhacke. Stein, schmeiß bitte einfach irgendwo in eine der Kisten hier. Zack. Und zack. Und ich habe gerade Arbeit gesehen. Hey damit. Und ich brauche mehr Logistikkisten da hinten. So. Bau mir bitte. Unter was fällt die? Da. Zwei Stück davon. So. Das reicht schon fast. Also vier Ardite-Spitzhacken hätten wir jetzt. Um zwischendurch Topase abzubauen. Haben wir vielleicht schon ein paar Topase hier so drin? Wir hatten die alle auf dem Haufen, ne? Ja, hier. Useless Topaz-Ohr. Yay! Nö. Kein. Ja. Und bei unserer Zerlegeanlage. Da unten sammeln sich jetzt Rubine. Das ist schon mal gut. 22 Rubine. Ist ein Anfang. War wirklich toll, ist was anderes. Zumal wir die Rubine, glaube ich, später gar nicht mehr brauchen, oder? Die Topase brauchen wir für die Türme, keine Frage. Aber die sind schwer zu bekommen. Die Smaragde, also die grünen, brauchten wir für die Combat, also Laser Combat Shotgun, für die gute Munition. Und die roten dann für gar nichts mehr. Rumpf. Okay. Oh, ein Cargo-Size ist gleich fertig. Ja, sehr gut. Aber ich denke, ich mache jetzt eine kleine Pause. In der nächsten Folge gucken wir, wie sich das ergibt mit den Robotern. Und je nachdem, wie viele Roboter nichts zu tun haben, also sagen wir mal, es sind mehr als... Na, es werden bestimmt 100 sein, die nichts zu tun haben, sobald das Ding durch ist. Und dann bauen wir halt die Fabrikbauer und die Kistenbauer, gucken, wie es denn aussieht mit den Robotern. Und dann expandieren wir, was die hellblauen Tränke angeht. Weil die hemmen uns momentan echt ziemlich. Und dann erforschen wir die Topaz-Türme, auch wenn wir noch keine Topaze haben. Aber das ist ein Problem für ein anderen Mal. Oder für einfach sehr, sehr viel im Zeitraffer mit der Ardite-Spitzhacke auf diesen Kristallklumpen herumklopfen. Ja, bis gleich.